Zielgebiet unserer sechstägigen Kurzreise ist die deutsche Ostseeküste mit der Insel Rügen als Ausgangspunkt für alle geplanten Unternehmungen. Unser Standort, das Landhotel Rügen, befindet sich in der Nähe des Ortes Samtens, in idealer zentraler Insellage. Hier erwartet uns ein naturnaher Aufenthalt in angenehmer ländlicher Ruhe. An unserem ersten Ausflugstag ist Rügen zunächst lediglich Durchgangsstation und wir steuern den Hafen des Ortes Schaprode an, von wo aus die Fährüberfahrten zu der autofreien Insel Hiddensee starten. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Neuendorf erreichen wir nach etwa einer Stunde unseren Zielort Kloster im Norden der Insel Hiddensee. Die Anfahrt durch das ländliche Rügen erfolgt auf Teilen der deutschen Alleenstraße mit ihren stattlichen Baumbeständen. Bald haben wir den Hafen erreicht und kurze Zeit später verlässt das Fährschiff Schaprode in Richtung Hiddensee. Ein kurzer Zwischenstopp in Neuendorf liefert bereits erste Impressionen von der friedlichen Ruhe, die auf dieser Insel vorherrscht. Etwas später erreichen wir die Einfahrt zur Anlegestelle unseres Zielortes Kloster. Da Hiddensee komplett autofrei ist, ist eine Fortbewegung hier nur zu Fuß, per Fahrrad oder optimalerweise mit einer Pferdekutsche, einer sogenannten Kremserfahrt, möglich. Hierdurch verschafft man sich auf angenehme und luftige Weise einen ersten Überblick über die Insel. Das Gespann steht schon bereit und los geht die zünftige Fahrt. Etwas südlich der Ortschaft Witte erreicht man den Wendepunkt der Tour und es geht wieder zurück Richtung Kloster. Nun ist das Ziel fast erreicht. Die Pferde haben sich eine Ruhepause redlich verdient. Wir hingegen werden nun deutlich aktiver und sehen uns in der schönen Ortschaft etwas genauer um. Große Bekanntheit hat hier vor allem das Gerhard-Hauptmann-Haus erlangt, in dem der Schriftsteller zwischen 1930 und 1943 mit gutem Grund jeden Sommer verbrachte. In direkter Nachbarschaft befindet sich eine kleine Kirche mit einem Inselfriedhof, wo Gerhard Hauptmann seine letzte Ruhestätte fand. Das beliebteste Ausflugsziel auf Hiddensee ist jedoch zweifellos der Dornbusch-Leuchtturm, den man auf einem aussichtsreichen Spazierweg durch die überaus sehenswerte hügelige Naturlandschaft erreicht. Am Ortsausgang halten wir zunächst etwas inne an einem hörbar artenreichen Biotop. Danach geht es weiter durch die unter Naturschutz stehende Dornbusch-Hügellandschaft, welche ihre Entstehung der Schubkraft eiszeitlicher skandinavischer Gletscher verdankt. Im späten Frühjahr prägt hier vor allem die Ginsterblüte mit ihren weithin leuchtenden Farben das Landschaftsbild. Ein erster Aussichtspunkt lädt zu einer genussreichen Ruhepause ein.
Danach setzt sich der Weg durch einen kleinen Wald fort, von wo aus sich immer wieder verlockende Aussichten auf den 28 Meter hohen Leuchtturm eröffnen, der auf einem Hügel in 72 Metern Meereshöhe thront. Ein Spaziergang rund um den Leuchtturm liefert beeindruckende 360 Grad Rundumsichten. Hier dominieren auch Dornensträucher wie der Weißdorn, die der Landschaft ihren Namen gegeben haben. Nach einem nicht minder genussreichen Rückweg erreichen wir wiederum den Ort Kloster, wo wir die Zeit bis zur Abfahrt des Fährschiffes sehr gerne für einen weiteren Rundgang durch das ländliche Inselidyll nutzen. Schließlich ist die Zeit für den Abschied von Hiddensee gekommen und wir kehren mit der Fähre nach Rügen zurück. Mit der Annäherung an Schaprode haben wir wiederum Rügen erreicht und nach der Rückfahrt über die Deutsche Alleenstraße genießen wir den Tagesausklang in der ländlichen Ruhe unseres Hotels.